Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Alles klar. Müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni al Baka Wilaja Nibuki. Hastatiu Musahadatuki. Salim, Mensch, keine Diskussion mehr. Mein Güte, immer diese Diskussion, immer, mein Gott. Nein, Salim, kein. Du bist sehr tapfer. Du bist sehr tapfer, ja. Aber lass mich einfach in Ruhe. Meine Güte. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Ich werde niemals vergessen, was du zu mir getan hast, Zoe. Du bist die Beste der Welt. Komm, lass uns kuscheln. Ah, oh, wie süß. Tschüss, Zoe. Ich mag dich. Ich renne jetzt um mein Leben. Weg. Hoffentlich überlebe ich. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Da ist der Turm. Ne, ist er doch nicht. Gut, wir müssen weiter langsam. Es wird gefährlich, Leute. Sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, wir müssen da lang sogar. So, dann wollen wir mal. So, was haben wir hier? Da ist der Anführer, okay. Den müssen wir also eliminieren, den ihr auf dem Plakat seht da. Okay, wollen wir ihn eliminieren? Hoffentlich sehen wir da keinen mehr. Gut, wir haben ihn ja nicht getötet, wir haben ja nur... Ne, genau. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. So, hier. Was haben wir hier? Da ist irgendwas. Ah ja, da haben wir irgendwas. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Jamalski? Okay, ich suche dich. Aber der muss hier drin sein. Das ist es. Ah, da. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, ein. Was soll ich denn machen? Nein, ein. Man darf uns nicht bemerken. Ah, okay, stimmt. Was soll ich machen? Ich musste die Kontrolle über einen übernehmen oder so etwas. Ich weiß nicht. Die Wachen sind aber auch echt Problem. Ah, da! Schau euch das mal an. Zwei Typen. Komm, gib mir deine Macht! So, wollen wir mal. Scheiße. Nein. Shit. Wir haben ein Problemchen, Leute. Da hinten haben wir noch einen. Erwürgen. Da haben wir noch einen. Nehmen wir erstmal den hier, meinetwegen. Mit dem können wir reingehen. Gut. Such eine Waffe. Eine Waffe, wo soll ich eine finden? Vielleicht... Ne, wo? Wir dürfen uns nicht berühren lassen. Nicht anfassen. Erstmal eine Waffe finden. Da hinten haben wir eine. Gib sie mir. Nein, nein, gib sie mir. Oh je! Yeah. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Können wir jetzt rein oder was? Bitte nicht anfassen. Ja, jetzt. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht denn bitte hier vor sich? Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell.
Alter Schwede, was geht denn hier vor sich? Oh shit. Wo ist er? Wir haben ihn getötet. Kannst du kein Blut sehen oder was? Wo ist Jamal? Hier ist er. Das ist er. Oh je, nein. Oh nein, das war sein Vater. Oh Scheiße. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Oh Scheiße. Ich habe wirklich einen Besuch. Oh mein Gott. What the fuck ist denn hier los? Wo soll ich denn lang? Keine Ahnung. Gibt's hier eine Tür oder so etwas? Nee. Scheiße. Ah, hier geht's rein. Oh mein Gott. Wie habe ich den Weg da bitte schon gefunden? Oh shit. Okay, 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 okay. Scheiße. Ach ja, X. Nein, was für Ideen hat sie denn da? Was für eine Idee ist das denn, bitteschön? Erstmal heilen wir sie, oder? Geht das? So, erstmal heilen, damit sie gut hier rauskommt. Sogar heilt. Und jetzt können wir uns um die Leiter kümmern. Wo ist die Leiter? Da. Schnell. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Schnell, 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 schnell. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Oh mein Gott, was? Da hat man noch keine Chance. Wie soll ich da bitte rauskommen? Was?
ich hier raus. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Ja, von dir aber keiner. Kann ich auch verstehen. Ich mag den nicht, alter Jody. Schwede. Alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Die Drogen. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Das war echt nicht so schön. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine ich Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Was für eine Missgeburt, Alter. Sie haben gelogen.
damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Da waren wir wohl eiskalt verarscht. Das ist echt heftig. Das ist super, super heftig. Also, ei. Alte Freunde. So, ich werde jetzt hier kurz einen Schnitt setzen. Also vielen Dank fürs Zuhören, schon bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unserer Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!